Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video dreht sich alles um den richtigen WC-Sitz für euer WC. Und zwar möchte ich herausfinden, welche WC-Sitze gibt es, wie finde ich den richtigen und wie kann ich ihn richtig montieren. Aber beginnen wir erstmal mit dem Ermitteln des richtigen WC-Sitzes für unser WC. Ich habe jetzt hier einfach mal beispielhaft ein WC-Becken mitgebracht und hierauf möchte ich jetzt einen WC-Deckel montieren. Was benötigen wir als erstes? Und zwar die Montagemaße. Um das richtige Installationsmaß zu ermitteln, schauen wir uns erstmal unser WC an. Das heißt, wir merken uns die WC-Form. Im zweiten Schritt ermitteln wir den Lochabstand unserer Befestigungsbohrungen. In meinem Fall beträgt dieser ca. 155 mm. Danach benötigen wir die WC-Sitzlänge. Diese ermitteln wir von Mitte Bohrung bis Außenkante WC. Das wären hier in meinem Fall ca. 44 cm, also 440 mm. Und als letztes benötigen wir noch unsere WC-Breite. Sucht euch hier die breiteste Stelle eures WCs aus und messt diese. Das wäre in meinem Fall ca. 360 mm. Um nun mit diesen Maßen den richtigen WC-Sitz zu finden, empfehle ich euch den WC-Sitzfinder von Luvette. Gebt einfach hier die WC-Form sowie die ermittelten Maße ein und lasst euch die passenden WC-Sitze anzeigen. Hier haben wir natürlich auch eine große Auswahl, das heißt, wir können hier auch verschiedene Farben auswählen und es gibt sogar einen beheizten WC-Sitz. Haben wir den richtigen WC-Sitz bestellt, kommen wir zur Montage. Hier gibt es im Prinzip drei Befestigungssysteme. Diese drei Befestigungssysteme sind natürlich bei jedem WC-Sitz von Luvette vorhanden. Wir schauen uns einfach mal die drei Befestigungssysteme im Einzelnen an. Ich beginne mit dem Easy-Fix-System. Dieses System ermöglicht uns die Montage von oben und zwar unter Zuhilfenahme eines Spreizdübels. Die Montagevariante mittels Spreizdübel bietet viele Vorteile. Der Hauptvorteil ist, dass wir die Montage von oben ausführen können. Wie beginnen wir mit der Montage? Als erstes entnehmen wir unsere Verschraubung. Bitte vergesst hier auch nicht die Sicherungsscheibe. Dann nehmen wir als zweites unsere Aufnahme. Legt hier bitte die Dichtung, die Gummidichtung unten in die Aufnahme ein. Steckt die Verschraubung von oben in die Aufnahme in das Langloch und montiert den Dübel, so wie hier gezeigt, wieder von unten an der WC-Sitzaufnahme. Diesen Schritt wiederholen wir natürlich auch bei der zweiten Aufnahme und bringen die so vorbereiteten Dübel nun hier in unserer WC-Bohrung ein. Haben wir nun unsere Aufnahmen so befestigt, können wir sie nach Bedarf ausrichten. Je nach Länge unseres WC-Deckels können wir sie nach vorne sowie natürlich auch nach hinten ausrichten. Ich werde sie nach hinten ausrichten und sie hier auf ca. Mittelposition handfest anziehen. Bitte achte darauf, sie noch nicht zu fest anzuziehen. Zieht sie nur so fest an, dass ihr sie im Notfall auch noch etwas bewegen könnt. Auf die so vorbereiteten Aufnahmen geben wir nun unseren WC-Sitz auf. Einfach hier mit dem Schnellverbindungssystem aufbringen, aufdrücken. Und jetzt können wir unseren WC-Deckel schließen. Wir sehen, er ist noch nicht korrekt ausgerichtet. Das Ausrichten können wir natürlich jetzt hier vornehmen. Wir richten den WC-Sitz so aus, dass er ordnungsgemäß steht. Öffnen den WC-Sitz und verschrauben die Befestigungen. Dank des patentierten Take-Off-Systems können wir natürlich hier unseren WC-Sitz auch wieder ganz einfach demontieren, einfach nach oben abziehen. Die beiden Edelstahlabdeckungen aufbringen. Und den WC-Sitz wieder durch einfaches Aufdrücken montieren. Die Demontage des Easy-Fix-Systems ist auch sehr einfach. Einfach den Toilettensitz öffnen, dank Take-Off einfach nach oben abziehen, die beiden Abdeckungen entnehmen und die beiden Spreizdübel einfach durch Lösen der Verschraubungen so weit lösen, dass man sie nach oben herausziehen kann. Schauen wir uns als zweites nun die Befestigung mithilfe des Topfix-Systems an. Dieses basiert auf Klappdübel. Bei der Installation des WC-Deckels unter Zuhilfenahme von Klappdübeln ist allerdings ein wichtiger Punkt zu beachten. Die Bohrung in der Keramik darf hier nur eine maximale Wandungsstärke von 15 mm aufweisen. Ist hier eine größere Wandungsstärke vorhanden, muss eines von den anderen beiden hier gezeigten Befestigungssystemen verwendet werden.
Um die Klappdübel zu verwenden, bereiten wir sie vor. Hierfür entnehmen wir auf der Unterseite die Verschraubung und ziehen den Klappdübel ab. Wir nehmen nun wieder die WC-Deckelaufnahme und bringen hier auch wieder die Dichtung auf der Unterseite auf. Wir führen die Schraube nebst der Unterlegscheibe in die WC-Deckelaufnahme ein, bringen den Klemmdübel wieder auf der Schraube auf. Hierbei ist darauf zu achten, dass die gerade Seite des Dübels nach oben zeigen muss. Jetzt sichern wir den Dübel durch Aufbringen der Mutter auf der Unterseite. Bitte diese auch nicht zu weit aufdrehen. Diesen Schritt wiederholen wir natürlich beim zweiten Halter auch und stecken nun diese vorgefertigten Halter, so wie hier zu sehen, in die Bohrungen ein. Genauso gehen wir hier natürlich auf der zweiten Seite auch vor. Einfach hier den Klappdübel einbringen. Haben wir unsere Aufnahmen so eingebracht, können wir diese auch wieder nach Wunsch ausrichten und hier auf unserem WC verschrauben. Dreht sich beim Verschrauben auf der Unterseite die Mutter mit, könnt ihr sie entweder mit der Hand festhalten oder ihr hebt hier einfach eure Aufnahme etwas an, haltet sie so fest und zieht so eure Schraube an. Somit verkeilt ihr unten die Mutter. Zieht bitte die Aufnahmen nicht zu fest an, achtet darauf, dass ihr diese noch bewegen könnt. Jetzt bringen wir wieder den WC-Sitz durch Aufstecken auf. Schließen diesen und richten ihn, so wie vorhin schon in der anderen Variante gezeigt, ordnungsgemäß aus. Stimmt hier alles, öffnen wir wieder den WC-Sitz und verschrauben die beiden Aufnahmen. Bitte achtet darauf, die Aufnahmen nicht arg zu fest anzuziehen. Zieht sie nur handfest an, da sonst eure Keramik Schaden nehmen kann. Zu guter Letzt entnehmen wir den WC-Sitz noch einmal. Einfach abziehen, die beiden Edelstahl-Sichtblenden wieder aufbringen, den WC-Sitz wieder aufbringen und somit haben wir auch diesen WC-Sitz montiert. Die Demontage des Topfix-Systems ist auch sehr einfach. Wieder WC-Deckel öffnen, abziehen, die Sichtblenden entnehmen, die beiden oberen Verschraubungen lösen und komplett entnehmen. Hierfür empfiehlt es sich auch wieder unten die Mutter mit der Hand zu fixieren. Wir entnehmen unseren Klappdübel sowie die Mutter und entnehmen unsere Aufnahme nach oben. Als drittes kommen wir noch zur Montage und zur Hilfenahme des Solidfix-Systems. Hierbei ist ganz besonders auch ein Punkt zu beachten, und zwar die Wandungsstärke der Keramik sollte hier deutlich über 15 mm liegen. Auch hier gehen wir bei der Vorbereitung ähnlich vor wie bei den anderen beiden Systemen. Wir bringen wieder hier auf unsere Aufnahme unsere Dichtung auf, nehmen die im Lieferumfang enthaltene Gewindestange, lösen hier unten die Mutter, entnehmen die Unterlegscheibe sowie natürlich auch hier diese Dichtungsscheibe. Wir platzieren die Aufnahme an der gewünschten Stelle, bringen unsere Gewindestange hier ein. Wir bringen die Dichtungsscheibe auf die Unterlegscheibe auf. Bitte montiert das so wie hier gezeigt. Dieses können wir nun hier mit unserer Mutter verschrauben. Einfach hier die Mutter aufbringen, nach oben drehen und unter Zuhilfenahme des im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuges leicht anziehen. Diesen Schritt wiederholen wir natürlich bei unserer zweiten Aufnahme auch. Ich habe das WC mal hier umgedreht, damit man es etwas besser sehen kann. Die so vorbereiteten Aufnahmen können nun auch wieder nach Bedarf ausgerichtet werden, je nachdem, wie wir sie montieren möchten. Haben wir die Montageposition erreicht, bringen wir auch hier wieder unseren WC-Sitz auf, richten ihn wieder nach Bedarf aus, öffnen ihn und verschrauben die Aufnahme wieder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Werkzeug. Zieht auch bitte hier die Verschraubung nicht zu fest an, nur handfest, sonst könnt ihr auch hier eure Keramik Schaden nehmen. Auch hier entnehmen wir noch einmal den WC-Sitz nach oben, dank der Take-Off-Version einfach abziehen. Hier nun wieder, wie vorhin auch, die Sichtblenden aufbringen. Den WC-Sitz jetzt einfach wieder aufstecken. Und auch hier haben wir unsere Installation erfolgreich durchgeführt. Die Deinstallation des Solidfix-Systems ist auch sehr einfach. Hier wiederum einfach den Deckel nach oben entnehmen, die beiden Sichtblenden abziehen und die Verschraubung unter der Keramik unter Zuhilfenahme des mitgelieferten Werkzeugs wieder lösen und nach oben herausziehen.
So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Dieses Video entstand in Zusammenarbeit mit dem Händler Louvette. Louvette ist einer der wenigen Händler, die auch noch Toilettensitze in älteren Sanitärfarben anbieten. Hier könnt ihr natürlich auch Toilettensitze mit anderen Farben erwerben oder sogar auch Toilettensitze mit Motiv und sogar Toilettensitze, die beheizt sind. Link zu dem Händler natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.